Okay. Ladedaten. Nein. Noch jemand da? Oh nein. Suche. Noch jemand da? Arena-Kämpfer. Sehen. Da haben wir Sahne. Sieht eigentlich gut aus. Jetzt müssen wir nur irgendwie einen Weg nach oben finden. Yes.
So kommen wir da höher. Schon. Okay. Das war's leider nicht ganz. Das braucht ein bisschen mehr Übung. Scheiße. Ich hasse es. So einfach geht das. So einfach kann das gehen. Und jetzt. Nein! Nein. So, wo sind wir jetzt? Noch weiter hinauf. Und wie kommen wir noch weiter hinauf?
ja. Ich versuche heute das Spiel durchzukriegen, aber... Okay, ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch dauert. Jetzt sollten wir mal eine Pause einlegen, also Schluss machen. Die haben jetzt erledigt. Bringt uns einen Sturz nach unten höher. Da jetzt irgendwo noch was hinmachen könnten. Tempo raus. Das wäre ein Ding. Ganz genau so. Das wären wir hier. Hier so weiter. Ach du Schande. Wo geraten wir hier denn rein? Der Fabrik. Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Okay. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Wir sollten es verbrennen. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Fall da nicht runter. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen.